Herzlich willkommen, mein Name ist Darius, und heute möchten wir über ein sehr kraftvolles Thema sprechen, Befreiung. Ich lade Sie ein, sich jetzt im Gebet mit mir zu verbinden, wenn Sie an die mächtige Kraft Gottes glauben. Diese Kraft kann alle negativen Energien, Hindernisse, Blockaden und Stagnation in Ihrem Leben reinigen. Dies ist ein besonderes Gebet, inspiriert von Padre Pio, das uns hilft, negative Energien zu beseitigen, die den freien Fluss von Wohlstand und Heilung in unserem Leben behindern. Ich lade Sie ein, dieses Video bis zum Ende anzusehen und daran zu denken, dass Gott die Quelle von Leben, Wahrheit, Licht, Weisheit, Liebe und Gnade ist. Legen Sie jetzt alles in Gottes Hände. Ich lade Sie ein, Ihr Leben zu reinigen, zu schützen, zu weihen und zu segnen. Beten Sie mit mir. Bleibe bei mir, Herr, denn es ist notwendig, dass du anwesend bist, damit ich dich nicht vergesse. Du weißt, wie leicht ich dich verlassen kann. Bleibe bei mir, Herr, denn ich bin schwach und brauche deine Kraft, damit ich nicht oft falle. Bleibe bei mir, Herr, denn du bist mein Leben, und ohne dich bin ich ohne Inbrunst. Leuchte bei mir, Herr, denn du bist mein Licht, und ohne dich bin ich in der Dunkelheit. Bleibe bei mir, Herr, um mir deinen Willen zu zeigen. Bleibe bei mir, Herr, damit ich deine Stimme höre und ihr folge. Bleibe bei mir, Herr, denn ich möchte dich sehr lieben und immer in deiner Gesellschaft sein. Bleibe bei mir, Jesus, denn es wird spät, der Tag geht zu Ende, und das Leben vergeht. Tod, Gericht und Ewigkeit naht. Es ist notwendig, meine Kraft zu erneuern, damit ich nicht auf dem Weg stehen bleibe, und dafür brauche ich dich. Es wird spät, und der Tod naht. Ich fürchte die Dunkelheit, die Versuchungen, die Trockenheit, das Kreuz und die Sorgen. Sehr brauche ich dich, mein Jesus, in dieser Nacht des Exils. Bleibe heute Nacht bei mir, Jesus, im Leben mit all seinen Gefahren. Ich brauche dich. Lass mich dich erkennen wie deine Jünger beim Brotbrechen, damit die eucharistische Kommunion das Licht ist, das die Dunkelheit zerstreut, die Kraft, die mich trägt, und die einzigartige Freude meines Herzens. Bleibe bei mir, Herr, denn in der Stunde meines Todes möchte ich mit dir verbunden bleiben, wenn nicht durch Gemeinschaft, dann doch durch Gnade und Liebe. Leuchte bei mir, Jesus. Ich bitte nicht um göttlichen Trost, denn ich verdiene ihn nicht, sondern das Geschenk deiner Gegenwart. Oh ja, ich bitte dich darum. Bleibe bei mir, Herr, denn ich suche allein nach dir, deiner Liebe, deiner Gnade, deinem Willen, deinem Herzen, deinem Geist, weil ich dich liebe und keine andere Belohnung verlange als dich immer mehr zu lieben, mit fester Liebe. Ich werde dich von ganzem Herzen lieben, solange ich auf Erden bin, und dich in alle Ewigkeit vollkommen lieben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in die Welt gesandt hast, um uns zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützen und wiederherstellen. Berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, es ist dein Wille, dass ich in Geist, Körper, Seele und Geist gesund werde. Bedecke mich mit dem kostbaren Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, vom Scheitel bis zu den Fußsohlen. Beseitige alle ungesunden und abnormen Zellen, öffne blockierte Arterien und Arterien, und erneuere beschädigte Bereiche in meinem Körper. Reinige alle Entzündungen und Infektionen durch die Kraft des kostbaren Blutes Jesu. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen gesamten Körper strömen, um alle erkrankten Bereiche zu heilen und neu zu gestalten, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Winkel meines Herzens. Erfülle mein ganzes Wesen mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und Frieden. Ziehe mich in jedem Moment meines Lebens näher zu dir, und ermächtige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinem heiligen Namen Ruhm und Ehre bringt. Ich bitte darum im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bitte schauen Sie sich jetzt diese wichtige Nachricht an.